Shish, was geht? Ich habe heute ein sehr, sehr ernsthaftes Anliegen, also schaut euch dieses Video bis zum Ende an. Guckt euch jetzt mal um. Guckt euch mal um. Guckt mal nach rechts, guckt mal nach links. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet keine Familie. Ihr lebt einfach so ohne Familie. Jetzt stellt euch vor, ihr dürftet die Stadt, in der ihr seid, nicht verlassen. Das heißt, erstmal, wo wohnt ihr, ne? Also, keine Ahnung. Und, ich meine, viele von euch gehen zur Schule, aber stellt euch vor, ihr dürftet zusätzlich auch noch nicht arbeiten. Ihr dürftet nicht mal arbeiten. Das heißt, ihr seid basically fucked. Ihr könntet nichts machen. Ihr könntet gar nichts machen. Das ist Horror, oder? Prinz Lenny Penalosa befindet sich genau in dieser Situation. Das, obwohl er seit 24 Jahren hier in Deutschland lebt. Ich habe das zuerst auf Facebook gesehen und dachte mir so, ja, okay, ich bekomme jeden Tag so E-Mails von wegen, ja, ich komme aus Pakistan und meine Familie ist bei einem Flugzeugabsturz gestorben und mein Mann hat 3,5 Millionen Euro geerbt und will das jetzt für wohltätige Zwecke spenden. Yep. In dem Fall habe ich das auf Facebook gesehen, dachte mir so, ja, okay, das war auch sowas. Dann habe ich das bei Michelle aka Mr. Pepperoni gesehen. Der hat ein Video darüber gemacht. Und ich war immer noch misstrauisch und habe das auch kommentiert. Und dann hat jemand geschrieben, dass er die Person tatsächlich kennt. Das hat mich dann überzeugt. Ich habe dann auf Mr. Pepperonis Facebook-Seite geguckt und habe gesehen, dass der Prinz selber geantwortet hat auf der Seite. Und habe ihn dann angeschrieben und meinte, ja, pass auf, schick mir mal ein Video zu, damit die Leute sehen, okay, das ist echt. Ich mache da ein Video drüber und ich helfe dir dabei. Das hat er dann auch getan innerhalb von 24 Stunden. Also richtig, richtig flott. Und ja, hier sind ein paar kleine Ausschnitte aus dem Video. Ich bin der Prinz Lenny Penalosa. Ich habe das Land alleine und ich weiß nicht mehr, was zu tun. Deswegen bin ich ja in die Öffentlichkeit gegangen mit meiner Story. Ich bin als Kind hierher gekommen. Ich war 11 Jahre alt. Ich bin hierher gekommen mit meiner Adoptivmutter. Und sie hat mich hier in Deutschland verlassen. Ich war noch nie in Schule gegangen, weil ein Kind ohne Personalausweis, das ist nicht möglich. Ich lese auf der einen YouTube-Channel von Mr. Pepperoni, ein cooler Typ, der mich geholfen hat mit meinem Fall. Das ist kein Fake. Ich kann auch hier unten sehen, ungeklärt. Als Mensch und Musiker, es tut mir weh, dass ich kann nicht frei bewegen. Ich fühle mich wie im Gefängnis. Ich habe mich vor ein paar Jahren auch über Selbstmord gedacht. Ich habe nur ein Leben. Ich will nur einmal in meinem Leben sagen, ja, ich habe meine Freiheit. Ich habe die Freiheit gehabt. Nur das hier, das wollte ich. Aber man sagt, Arbeit gemacht, wie es sagt. Er wird das Leben für mich schwer machen. Egal was ich mache, ich werde das Personalausweis nicht von ihm bekommen. Auch egal, durch Personalausweis oder Staatenlosausweis. Und seit 24 Jahren habe ich sauber gelebt hier in Deutschland. Nichts Schlimmes gemacht. Ich bitte euch, bitte gebt mir das Kraft, ja, um weiter zu gehen. Weil ich kann nicht mehr und ich will meine Freiheit haben. Bitte, bitte, ich bitte euch, mich zu helfen. Ja, so, das Ganze ist ja schön und gut, traurig und so, aber was soll ich jetzt machen? Oder was soll man da jetzt machen, ne? Folgendes, es wurde eine Online-Petition gestartet, damit der Bürgermeister der Stadt Mannheim darauf aufmerksam wird, auf die Angelegenheit. Ihr könnt alle dabei unterschreiben, egal ob ihr 18 seid oder was auch immer, scheißegal. Warum solltet ihr mitmachen? Es dauert eine Minute. Ihr müsst nur ein paar Daten von euch angeben, die sicher sind. Das ist eine sichere Quelle, eine sichere Seite, die OpenPetition. Das ist sehr sicher. Ich habe selber unterschrieben. Wenn ihr wollt, es gibt einen Haken, da könnt ihr anonym bleiben. Das ist keine Like für Weltfrieden-Sache oder Like, damit, weiß ich nicht, Ebola verschwindet oder Like, damit irgendwas ist. Das ist eine echte Sache. Ihr könnt per Maus und Tastatur helfen. Ihr könnt den Mann unterstützen und ihm ein Leben geben. Ich möchte, dass wir als Team Shish, dass wir als YouTuber und YouTube-Zuschauer und dass wir vor allem als Menschen diesem Mann dabei helfen, eine Identität zu bekommen. Das, indem wir ihm eine einzige verdammte Minute unserer Zeit geben. An dich, Prinz, Kopf hoch, wir packen das, nie aufhören zu kämpfen und bleib stark, schaffst es. Wir stehen hinter dir. Die Petition hat momentan aktuell 3500 Unterschriften ungefähr und 10.000 ist das Ziel, also 10.000 werden gebraucht. Teilt dieses Video, hier ist keine Werbung geschaltet. Ich möchte Sonntagabend eine dicke 5.000 da sehen bei den Unterschriften, mindestens. Helft diesem Mann, ein Leben zu bekommen, das er leben kann wie wir und nicht wie ein Tier, das eingefärcht ist in einem Zoo. Den Link zur Petition findet ihr unten, den Link zum Video findet ihr unten, den Facebook-Post, die ganze Story von seinem Leben, sehr, sehr krass, findet ihr auch unten in der Beschreibung. In diesem Sinne. Ich danke euch alle.